Auf geht's zur Wiesn! Oh, Zapfdüs! Servus miteinander bei Wiesn Gaudi TV. Mitten im Käfer, die Stimmung ist ja am Brodeln. Ja, großartig! Neben mir steht Michaela Schaffner. Grüß dich! Grüß dich, mein Lieber. Hallo. Oder wie man hier sagt, Servus. Ja, Servus, ja. Ja, ich muss hier erstmal ankommen. Für mich ist das alles irgendwie total neu hier. Also, es ist das erste Mal auf der Wiesn dieses Jahr? Das zweite Mal, aber es ist immer wieder neu. Und im Käferzelt bin ich heute zum ersten Mal, ja. Zum allerersten Mal? Allererste Mal. Da bin ich gespannt, wenn ich nächstes Jahr wieder interviewen, was du dann heute von Abend sagen hast. Also beim nächsten Mal bringe ich mir auf jeden Fall schon mal einen Fächer mit, weil es ist tierisch heiß hier, tierisch. Sag mal, du hast heute ein ganz tolles Dirndl an, ganz viele Zuschauerinnen werden sich jetzt auch fragen, was ist das für ein tolles, wunderschönes Dirndl? Es ist ja auch über das Knie, ich habe dir sagen lassen, ich lerne ja dazu, man trägt über das Knie. Ja. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Das ist von einer ganz, ganz lieben Freundin von mir, von der Designerin Lea Bolte. Sie hat das Label Herzedirndl und hat extra dieses wunderschöne Dirndl für mich entworfen. Also das ist auch ein Unikat und das gibt es, wie gesagt, nur einmal. Sie hat mich gefragt, welche Farbe möchtest du haben? Und ich habe gesagt, ich gebe mich dir vertrauensvoll in deine Hände und du musst schon genau das Richtige für mich machen. Und ich finde es schön, dass es knielang ist, also übers Knie, weil ich bin mal so, also ich bin aus dem Alter raus, wo ich Mini-Dirndl trage. Das können die anderen machen. Jetzt hast du ja die Schleife links oder rechts gebunden. Das Thema kennst du ja, oder? Das Thema kenne ich. Was bedeutet rechts? Rechts bedeutet, dass ich vergeben bin. Und wie läuft das so in der Liebe aktuell? Ja, großartig. Carlos ist auch mit dabei, also als tatkräftige Unterstützung. Für ihn ist es auch das allererste Mal auf der Wiesn und wir hatten Mengenspaß. Sag mal, Michaela, Bier. Radler, normales Bier. Trinkst du überhaupt Bier? Ist das ein Thema für dich auf der Wiesn? Ich trinke schon gerne Bier. Ich trinke aber generell wenig Alkohol, weil ich auch wirklich nicht viel vertrage. Ich habe mir jetzt einen Radler bestellt. Das habe ich mir angeschaut und gedacht, oh, da werde ich wohl den ganzen Abend dran sitzen. Jetzt habe ich den guten Tipp mit auf die Weg bekommen, ein aufgeschäumtes zu bestellen. Was ist das genau? Das ist halb Schaum, halb Bier irgendwie, weil dann ist nicht so viel Flüssigkeit und dann wird es sich so schnell schalen. Bei so einem Bier, da brauche ich wirklich einen ganzen Abend. Ja, also wir lernen, eine aufgeschäumte bestellen, dann passiert gar nichts. Und dein Wiesentipp, wo muss man unbedingt hingehen, wenn man in München ist, auf der Wiesn? Ja, ins Käferzelt ist ja wohl klar. Wir sagen in diesem Sinne viel Spaß auf der Wiesn im Käfer. Feier noch schön in dem wunderschönen Dirndl und bis bald. Dankeschön. Servus, ciao. Ciao.